Unterhaltung im Flug, das Fragezeichen, ägyptische Mysterien, geheime wissenschaftliche Untersuchungen, Nachforschung, versteckte Kammern in Pyramiden, wurden sie von Aliens erbaut? Wir beleuchten die Mythen und die Beweise, Spuren antiker Technologien, eine Verbindung zu den Göttern oder Aliens? Ich brauche das Medikit. Nicht verpassen, verschlüsselte Botschaften rund um die Sphinx, Interview mit dem berühmten Ägyptologen und Wissenschaftler Dr. Lebt E. Everett, Mumifizierung und das Leben danach. Ich habe es ganz sicher in das Medikit gepackt. Spuren antiker ägyptischer Geister mitten unter uns. So, ja, das machen wir gleich. Ich guck nur eben noch hier. So, ich bin mittlerweile komplett ausgetrocknet vom Lesen. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. Ich brauche das Medikit. Kleines Etwas, das ich genetischen Sequencer nenne. Okay. Macht es Sinn, dass hier die Notizen rumliegen? Hier im Busch? Als wenn hier ein Assassin gewesen wäre, der sich unsere Notizen angeguckt hat? Ich habe es ganz sicher in das Medikit gepackt. Das ist ja merkwürdig. Hallo, Assassin, bist du hier? So, wir machen das auch gleich. Wir gehen nur eben ein Stück. Sieh an. Ich brauche das Medikit. So, hier haben wir den, was war das? 7000 Volt Generator. Hier ist unser SUV. Suchst du immer noch das Cyclosporin? Ich habe es ganz sicher in das Medikit gepackt. Ja, gut, dass du das noch nicht oft gesagt hast. Aber wie weit kommt man hier? Ich sollte mich nicht so weit entfernen. Wie weit als hier kommt man nicht. Okay, dann, was sollen wir tun? Ich habe glatt vergessen, was wir tun sollen. Wenn das Spiel es mir doch nochmal sagen würde, wäre das äußerst hilfreich. Ich brauche das Medikit. Okay. Aber wo finde ich das Medikit? Wenn das Spiel mir das nochmal sagen würde, wäre das enorm hilfreich. Danke, das ist nett, dass ihr mir das nochmal sagt. Hatten wir das schon? Ein Balken. Ein halber Balken. Oh, ihr Handy-Akku. Das Cyclosporin. 2 Kubik reichen. Vergiss nicht zu sterilisieren. Sterilisier dich gleich, Mann! Ich wünschte, ich wäre bei dir. Du passt doch so schon gut auf mich auf. Selbst vom Hotel aus. Und ich weiß, wie du die Klimaanlage liebst. Ich will in den Animus zurückkehren. Ja. Noch belesen kann ich gerade wirklich nicht. Das ist so krass da. Sei vorsichtig. Plunder besteht aus Gegenständen des täglichen Lebens, die man verkaufen kann. Schild durchbrechen. Tippe auf RTO, um kleinere Schilder zu dingsen. Und damit herzlich willkommen bei Assassin's Creed Origins. So, los geht's, ne? Umgebung von Jammu. Oh, und finally, Mann. Shop! Im Shop kannst du deine Spielerfahrung verbessern. Nein. Indem du zusätzliche Gegenstände oder Zeitersparnisse kaufst. Nein. Außerdem hast du dort Zugang zu allen Bonusinhalten, die du möglicherweise bereits besitzt.
Okay. Die gekauften Gegenstände haben deine aktuelle Stufe und können bei deinem Schmied aufgerüstet werden. Nein. Wir freuen uns, dir 200 Helix-Credits anbieten zu können, die du für beliebige Gegenstände ausgeben kannst. Du kannst jederzeit im Pausenmenü auf den Shop zugreifen. Ja, danke. Finde ich sehr nett. Wow. Ich muss dieses Land beschützen. In Alexandria erblüht die Schlange und Aya lebt dort. Ich muss sie beide finden. Guck mal, hier ist direkt ein Fragezeichen hinter uns. Ja, das ist direkt hier, ne? Dann können wir da mal kurz mit unserem Kamel hineiern. Guck dir an, wie schön dieses Spiel ist. Diese Zone ist tabu. Also 8, Level 6, das ist machbar. Das ist machbar. Was bedeutet, dass es machbar ist? Das machen wir. Eigentlich müsste ich die Aufnahme jetzt langsam auch mal beenden. Ich nehme jetzt bestimmt seit bald 2 Stunden auf. Was? Ach, muss er da jetzt stehen? Schießt ihm gleich einen Pfeil in den Kopf, Alter. Nein! Was tut der Bogen da? Ein richtiger Dauerfeuerbogen. Schon erschöpft? Hab dich! Okay, Kampfübung. Hast du das gesehen, mein Perry, Alter? Hast du das gesehen? Voll weggeparried, Alter. So, neuen Schild direkt bekommen. Ja, das haben wir sehr sneaky angestellt. Dann töten wir jetzt wenigstens den Rest noch sneaky. Was nicht mehr sehr viel ist. Aber naja. Ich hab mich angezündet und ich stehe hier die ganze Zeit drinne. Wie dumm ist das denn, Mann? Okay, das ist bescheuert. Wenn man wegen einer Kill-Sequenz stirbt, dann dürfte der tickende Damage-Einheit nicht erwischen, ne? Aber sonst ist es halt ein bisschen dämlich. Ne? Das ist halt ein bisschen dämlich gemacht, wenn man ehrlich ist, ne? Kann ich die mal testen? Bam, 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 bam. Na komm her, Junge. Eskalation! Und! Eigentlich sind sie cool, ne? Die Waffe. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja, sind sie. Es brennt ihr, wollte ich mal sagen. Bam, 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 bam. Jetzt Perry. Pam. Oh, Perry funktioniert gut. Ich glaube, wir werden noch ganz gut werden im Kampf in dem Spiel. Wenn wir noch ein bisschen trainieren, ein bisschen üben, dann wird das schon gut werden. So, der Schatz war hier, glaube ich, drin. Das war absolut... absolut das Unsneakigste von Unsneakigsten. Aber hier geht's auch richtig runter, ne? Mhm, mhm. Na dann.
Gehen wir doch mal. Mumien. Mumienception, wir sind ja nämlich selber eine. Wir sind nur eine Erinnerung. So, hier haben wir den Schatz, hier haben wir was zum Lesen, yippie. Hallo? Lesen? Mobare, ich schicke dir ein Paket. Es enthält Dutzende von toten Büchern, die wir gestohlen haben. Du musst ihre Besitzer ausfindig machen und einen hohen Preis verlangen, um sie zurückzugeben. Aber sei diskret. Wir wollen nicht, dass die Tempelpriester davon erfahren. Wie räudig ist das denn, Mann? Ich stell mir vor, du würdest an so etwas glauben. Quasi so, dass deine verstorbene Familie nicht in die nächste Welt übergehen darf. Wenn sie ihre Totenbücher nicht haben, beziehungsweise alleine übergehen, wie auch immer. Die machen sich daran ein Profit, ey. Wie räudig das ist, ne? Nee, nee, nee. Zum Glück haben wir die ausgemerzt hier. Ist der Ort fertig, ja, ne? Ja, irgendwann Fotos gemacht. Ja, habt ihr sehr schön gemacht. So, wir rufen dann mal eben unser Pferdchen. Wobei, wir können auch mal eben einfach das hier klauen. Hopp. Hat unser Pferd jetzt gewirrt? Ja, okay. Komm, ich lass dich hier nicht stehen. Komm her, Großer. Ab geht's. So. Wo muss ich denn hin? Quest. Das war das. Familie zu seinem Mann namens Thermo und wird zusammen andere Gefangen gehalten. Ist das in Siva? Die F, wieso habe ich noch eine Quest in Siva? Und wo kommt die her? Noch in Siva alles gemacht? Das ist eine Stufe 2 Quest. Vielleicht sollte ich auch mal bei den Quests gucken. Also wenn man Quests angenommen hat, hat man die Quests ja im Questlog und nicht mehr auf der Map. Wir müssen auch mal gucken, ob die Stangenwaffe, die wir gerade gefunden haben, mit unseren anderen konkurrieren kann. Und vor allem muss ich die Aufnahme gleich mal beenden, Mann. Aber ich kann nicht. Es macht so viel Spaß. Also ich mag Dark Souls mehr als Assassin's Creed, so, aber Dark Souls macht halt auch irgendwie betroffen. Während das Spiel hier gerade einfach nur ausschließlich Spaß ist. Man muss einfach sagen, man komplettiert hier die Sachen einfach mal so. Man erforscht, man erkundet ein bisschen die Story. Also bisher wirklich ein sehr schönes Spiel, finde ich. Ich habe noch nicht so viel gespielt jetzt. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Sehr, sehr viel Spaß macht es mir. Jetzt hier lokalisiert. Darf ich da oben hin? Darf ich da hin? Muss ich da überhaupt hoch oder muss ich hier durch? Hey Dude, darf ich hier sein? Halt! Das heißt nein. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Das ist ja praktisch. Hey, in so Höhlen? Ach Leute, jetzt bin ich wieder im Tempel des Amun. Moment! Oh, Großer hier! Den Tod konnte ich holen. Ja, mag sein, dass du viel aushältst, aber... Okay, es scheint auf jeden Fall zu respawnen. Fände ich ja nicht mal so geil, weil wir jetzt hier noch was machen müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier so wirklich durch muss. Eigentlich nicht, ne?
Hätte auch irgendwie einfach außen rum gehen können oder so. Wieso laufen wir überhaupt so langsam? So. Gehen wir mal wieder hier rum. So, einfach runter, come on, zack. Jetzt laufen wir hier unten entspannt lang, ist einfacher. Machen wir die Quest eben, dann gehen wir noch ins nächste Gebiet. Dahin, wo wir hin müssen, in die nächste Stadt zumindest. Wo irgendwie Level 10 benötigt wird, was mich irgendwie wundert. Ein Talentpunkt haben wir. Brand Bombe, Schlafpfeile versetzt gegnerische Tiere in Schlaf, um vorbeizuschleifen. Du kannst Tierprodukte und Plunder mit 25% Gewinn verkaufen. Das klingt nach etwas, was mir gefällt. Hilfsmittel KDP. Wenn du Gegner mit Hilfsmittel oder Verwegungsgift, Giftpfeil, Brandbombe oder Feuer tötest, wäre jetzt zusätzlich EP. Gefällt mir auch. Aber erstmal mit Gewinn verkaufen ist sehr gut. Wir haben noch nicht verkauft. Das heißt, alles, was wir noch haben, können wir mit Gewinn verkaufen. Und sowas mag ich immer ganz gerne. Da wir ja eh genug leveln werden. Lasst uns ja! Geh! Schnell! Wo ist Theremun? Ah, bei Amun. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Moment. Oh Gott. Ich bin gar nicht da, Leute. Ja, hier ist Wasser, oder was? Ja, geil. Du kannst nicht fliehen. In Reichweite. Ich töte dich. Alter. Sag mal, das ist nicht dein Ernst, oder? Na komm, jetzt schlag zu. Kannst du das? Das war stark. Könnt ihr mich jetzt bitte mal in Ruhe lassen? Ich will wirklich niemandem was tun. Ich möchte einfach nur einen Mann zurück zu seiner Familie bringen, die um ihn trauert. Oder seid ihr einfach so versessen auf den Tod? Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Bleib mal stehen. Aufladen, zack. So, dann bringen wir dich mal zu deiner Familie, würde ich sagen. Dann geht's wieder rüber, dann haben wir aber wirklich alles. Wahrscheinlich kann man noch vieles hier manuell erkunden, ha? Und dieser Schatz hier im Wasser war ja auch ziemlich massiv. Guck mal, hier ist gar nichts. Kann nicht sein, dass hier gar nichts ist. Guck mal, hier ist auch noch ein Fragezeichen. Wir haben gar nicht alles. Naja, was soll's. Wow, was haben sie mit Theremuns Hof gemacht? Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Issa? Sie liegt hier. Mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Leider. Auch Theremun scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. Duat heißt Unterwelt oder was? Oder? Wir können sie nicht mal anständig begraben. Es ist nicht deine Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Zeni. Es war Ptolemäus' krankes Regime. Er ist ein schlechter Pharao. So, geh zu deiner Familie, mein Freund. Mögest du Frieden. Finden, als er hier hatte.
Wir brauchen wieder Holz. So, und ihr wisst ja, wie ich ticke. Da ist ein Fragezeichen. Ich kann das nicht akzeptieren. Ist noch irgendwas, was mir bislang entgangen ist? Wirkt nicht so. Ich find's ganz cool, dass man wieder dahin kann, wo man war. Ganz zu Beginn. Auf geht's! Was soll das hier schon wieder los? Ich spiele bei eurem Scheiß da nicht mit. Ich reite einfach mal weiter. Was haben wir hier für ein Fragezeichen? So, da das LP nur alle zwei Tage erscheint und nicht länger aufnehme, wisst ihr Bescheid, dass nicht immer alles up-to-date ist, was ich sage. Nehmt mir das nicht übel, zumindest Dark Souls erscheint immer relativ zeitnah zur Aufnahme. Tier töten. Wo ist der Geier, den ich töten muss? Ah, da ist er ja. Kann Seno den nicht einfach... Nein. So, Quest fertig. Das ist abgeschlossen, braucht mich nicht weiter interessieren, tschüss. Oder gibt's hier noch irgendetwas sonst? Nö, nur Tier töten. So, jetzt haben wir wirklich. Oh nein, was habe ich getan? Wir hätten hier nicht rüberreisen dürfen. Wir haben doch da drüben noch nichts, wir haben doch da keine Schnellreise. Guck. Wir haben das noch nicht, wir können da noch nicht... Ja, richtig geil, Mann, richtig geil. So, jetzt muss ich das quasi verfolgen. Das ist 7000 Meter in die Richtung und ich kann nicht schnell reisen, ich Idiot. Alter, war das dumm. Alter, war das dumm. Und hier, wir haben einen besseren Speer. Oh, pff. Hier brauchen wir nichts. Aber besser ein Schild. Ja, gut, wie machen wir das jetzt? Mir bleibt nichts anderes übrig, als darüber zu reiten, oder? Das sind fucking 7000 Meter. Ich muss da irgendwie schnell hinreisen können, oder? Das tut das Spiel mir nicht hin. Guck mal, hier ist der Shop. Hol dir mehr Drachmen. Hol dir mehr Drachmen, hol dir mehr neue Ausrüstung, Motoren und mehr. Hallo? Hallo? Ich hab Standbild. Hier. Add-ons. Hier haben wir einmal ein Horus-Paket. Das ist... Ach, das ist das, wo einer einen Screenshot von gemacht hat. Was hat er auch an? Hier römischer Centurio. Sehr schön. Season Pass Deluxe Paket. Unterhalte Zugang zu einer neuen Quest. 3 Fähigkeitspunkte exklusiver Ausrüstung. Gut, zur Deluxe Edition abzugraden, finde ich, ist okay. Das kann man machen. Ansonsten Pakete. Das sind ein Ohrstäbchen. Zentriger-Paket. Das ist halt, keine Ahnung. Für Ausrüstung Geld auszugeben ist lame. Muss man einfach mal sagen. Ich meine, 200 Punkte haben sie doch gesagt, haben wir, ne? Gucken wir doch mal eben. Hier gibt es irgendeinen Scheiß für 200 Punkte. Ja. Savannes Schild. Der Leopard entzückt seine Gegner, bevor er sie dicht genug heranlockt, um zuzuschlagen.
Wo sieht man denn, wie viel Helix man hat? Ah, da. 200 haben wir, ja. Okay. Spasa. Dieses von spanischen Söldnern bevorzugte zweischneidige Schwert ist doppelt tödlich. Hier, sonst noch irgendwas? Burgen, Qual, Schädelbrecher, Tötes Zepter, Enzius, Montur, kann man für 0 holen oder was? Ezio, ja. Wird das überhaupt noch aufgenommen? Ja, wird es. Okay. Muss Abzeichen Meister Assassiner, okay. Jetzt muss man irgendwas tun. Was ich wirklich katastrophal finde, ist, dass wir darüber reiten müssen. Das können die doch nicht machen, oder? Siva, Schnellreise. Waren wir jetzt echt so blöd, dass das sein kann? Können wir nicht hier schnell hinreisen? Nee. Alter Finne, gut. Ich werde dann da mal rüberlaufen, liebe Leute. Aber das müsst ihr euch nicht ansehen. Also würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession von Assassin's Creed Origins. Ich freue mich auf euch, das Spiel macht tierisch Spaß und wir sind verdammt blöd. Bis dahin, macht's gut, tschüssi!